Als ich kam, hatten sie die. Was denkst du, haben sie damit angestellt? Gekämpft. Getötet. Gehungert. Ich brachte ihnen Wohlstand. Ich brachte Struktur. Was hast du gebracht? Außer Gewalt, Krieg, Tod. Komm schon, Tante. Mach ihn wütend. Weißt du was, Mundus? Du hast recht. Es war nicht für die Menschheit, es war Rache. Ich muss dir sagen, dein Kind so zu töten, zu sehen, wie es in kleine Teile zerfetzt und zu hören, wie du wie eine deiner Dämonenschlampen schreist. Unbezahlbar. Was hast du getan? Lass meinen Bruder in Frieden. Geht's dir gut, Tante? Hast dir viel Zeit gelassen. Gern geschehen. Mundus. Zwei Söhne Smaragds. Mach dich bereit, Tante. Söhne des Wenn wir ihn töten? Ja, das Höllentor ist zu. Ihr werdet nur sterben. Niemals! Hast du einen Plan? Siehst du sein Auge? Ich ja. Sein Dämonenkind hatte sowas. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen es aufkriegen. Ich bin Mundus. Du bist ein Arschloch! Beschäftige ihn. Ich versuche, sein Auge zu öffnen. Immer muss ich ihn beschäftigen. Kannst du ihn selbst beschäftigen? Greif ihn nicht an. Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege.
Ah, verdammt. Und Absturz. Nicht schnell genug reagiert. Egal. Okay, viel machen können wir jetzt hier nicht, außer das da. Zack. Dante, tu etwas! Okay, nicht. Verdammt! Ah. Jetzt aber. Das war aber noch nicht alles. Klasse gemacht. Der ist aber recht zerbrechlich. Dante, hast du das gesehen? Ja, ich seh's. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen und ihn töten. Komm schon, gehen wir. Ja, ja. Hier mache ich die hauptsächliche Arbeit. Oh, du hast meine Tür aufgemacht. Toll. Kriegst du einen Orden dafür? Ist da hinten irgendwas, ne? Nee. Gib dir einen Orden dafür, dass du es gemacht hast. Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden... Töten wir Mundus. Ja, aber jetzt mal eine andere Sache. Wenn er den Menschen Struktur gegeben hat und ich jetzt gerade abstürze... Sie vorhin nur gehungert und was ich alles drum dran gemacht haben. Retten wir sie dann eigentlich mit dieser Aktion, die wir da machen, oder tun wir ihnen eher Schaden? Das ist so meine Frage gerade mal. Aber er hat sie auf uns klar und ihnen komisches Zeug eingeflößt, damit sie willig werden, ne? Also ich bin willig willenlos, eher gesagt. Toll. Alles voll Lava. Ich kann hier nichts machen, außer springen. Yay, ich kann runterfallen. Toll. Autsch. Das ist eine Aktion. Autsch! Au! Und Absturz. Toll. Ich soll mich jetzt gerade weniger reden, aber ich versuche gerade hier ein bisschen
So. Versuch gerade hier ein bisschen, Alter. Ernsthaft. Ich kann Ihnen kaum was sagen, weil ich nicht mehr, wenn ich sagen will. Kommt so eine Aktion von diesem Typen. Ich schwöre. Ich versuche gerade einfach nur zu überleben und nicht zu sterben hier. Ich muss die Dinger zurückschlagen. Das ist das Problem. Normalerweise dürfte ich mich nicht treffen lassen, aber leider tue ich das. Ständig. Okay, wir müssen links in die rechte Faust des Teufels erwischen. Scheiße. Sicher ist sicher. Ich kenne mich. Aua. Okay, das zählt nicht. Ich muss doch vorne diesen Stuppel dann erwischen. Okay. Au! Au! Arsch! Geige. Oh Mann! Ich bin so schlecht! Okay. Da. Geht. So. So, eine Faust haben wir schon mal. Zack. Und... Gott, bist du hässlich, Alter. So, die nächste Faust haben wir auch. Zack. Und raus mit dir. Ich sieht doch hässlicher aus. Ich muss hier irgendwie zurückschlagen. Gefallen? Okay, da war ein kleiner Grafikfehler gewesen, den man wahrscheinlich kurz gesehen hatte. Natürlich haben wir den gesehen. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Sie haben es geschafft und diese Stadt zerstört. Yay. Na, zumindest die halbe.
Woken? Was war mal Awoken? Ich bin so schlecht in Englisch. Aber hey, wir haben nur einen Gegenstand verwendet und trotzdem noch ein Doppel-S bekommen. So. Wir sind jetzt beim Mission 20, das Ende. Wollen wir mal beginnen. Und ja, ich nehme Awoken, heißt erwacht. Wir sind erwacht oder so. Was ist los? Der Limbus hat sich mit unserer Welt verbunden. Was einst versteckt lag, ist nun klar zu sehen. Die Revolution steht bevor. Ich dachte nicht, dass ich diesen Tag je erleben würde. Der Anfang des Endes der Dämonen. Die Menschheit wird frei sein. Ja. Frei von den Dämonen. Der Pfad ist frei, wir können herrschen. Was hast du gesagt? Der Pfad ist frei, wir können nun herrschen. Worüber herrschen? Über das hier. Über alles. Hörte. Du meinst, wie Mundus? Nein. Nein. Wir werden nicht wie Mundus sein. Wir werden unsere Untertanen respektieren, nicht versklaven. Untertan? Er meint dich. Er meint Menschen. Ich dachte, wir haben für die Freiheit gekämpft. Wir haben nur für seine Freiheit gekämpft, nicht deine. Denk doch mal einen Moment nach. Die Menschen sind schwach. Sie sind wie Kinder. Sie brauchen Schutz. Nicht nur vor anderen, sondern vor sich selbst. Wir, du und ich, wir haben sie gerettet. Wir haben sie gerettet? Wer sonst? Ein Mensch. Cat war hilfreich, aber... Hilfreich? Cat hat mein Leben gerettet. Cat hat Qualen überstanden, um deine Existenz geheim zu halten. Cat hat uns durch den Turm zu Mundus Versteck geführt. Ohne ihre Hilfe hätten wir es doch nie so weit geschafft. Wenn du nicht einsiehst, was für ein Chaos die Menschen verursachen würden. Wenn du nicht die Verantwortung annehmen willst, sie zu beschützen. Dann steh mir nicht im Weg. Ich werde alleine herrschen. Ich hab dir nicht geholfen, Mundus zu vernichten, damit du seinen Platz einnehmen kannst. Das werde ich nicht zulassen, Virgil. Und ich werde mich nicht aufhalten lassen, Bruder. Geh zur Seite. Tu das nicht. Virgil, bitte. Halt dich da raus! Somit kämpfen wir jetzt gegen unseren eigenen Bruder. Na? Na, geht doch.